Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir hatten ja zu diesem Antrag bereits den Vorlauf im Ausschuss. Wir hatten eine Anhörung zu diesen Vorschlägen der Piraten. Und die Anhörung war sehr eindeutig, weil niemand, aber auch wirklich niemand der Experten, die dort vorgetragen haben, wollen noch einen Reformschritt des KiBiZ, sondern alle haben gesagt, wir brauchen ein neues Gesetz. Das KiBiZ muss endlich weg, um den Weg freizumachen für ein grundsätzlich neues Finanzierungssystem für die Kindertagesstätten und die Kindertagespflege. Und dieses neue Finanzierungssystem muss wirklich nachhaltig sein. Martin Künstler vom Paritätischen hat gesagt, es braucht eine deutlich längere Halbwertszeit als das KiBiZ, was ja eine von 8 Jahren hatte. Das heißt, wir brauchen ein nachhaltiges Gesetz, was die Kinder in den Mittelpunkt stellt, was nicht Interessen von Kommunen, von Trägern, auch nicht die des Landes in den Mittelpunkt stellt, sondern wo wirklich vom Kind aus gedacht wird und was vom Kind aus entwickelt wird. Ich möchte noch mal kurz, weil es notwendig ist. KiBiZ hat die Kitas ausgeblutet, Standardabbau in den Tagesstätten ist die Regel, Rücklagen bei den Trägern wurden aufgezehrt, um über die Runden zu kommen. Und dazu kommt, und das muss man immer noch mal sagen, ein wirklich grottenschlecht handwerklich gemachtes Gesetz. Es ist nicht konsistent aufgebaut, es ist im höchsten Maße intransparent und es hat ein Maximum an Bürokratie erzeugt. Und deshalb haben wir als rot-grüne Landesregierung seit 2010 wesentliche Reformschritte vorgenommen und in 3 Schritten vor allen Dingen auch mehr Geld ins System gegeben. Erstens 380 Millionen Euro mehr mit dem ersten KiBiZ-Änderungsgesetz für den U3-Bereich und für die Elternbeitragsbefreiung für ein Jahr. Zweitens, mit dem zweiten KiBiZ-Änderungsgesetz haben wir den Schwerpunkt auf Bildungsgerechtigkeit gesetzt, weitere 100 Millionen Euro in die Plus-Kitas fließen lassen. Und das alles haben wir, und das wissen Sie, allein als Landeszuschuss gestemmt, weil die Kommunen ja diesen Weg mit uns nicht mitgegangen sind. Und auch den grundsätzlichen Schritt, bürokratiefrei die Kindpauschale anzuheben, den konnten wir nicht gehen, weil das mangelnde Einverständnis der Kommunen auch hier nicht da war, also weil das mangelnde Einverständnis der Kommunen da war. Das war erst im 3. Schritt möglich. Ende letzten Jahres haben wir als Land dann nochmal zusätzlich 431 Millionen Euro ins System gepumpt und haben damit die Kindpauschale um 5,8% erhöhen können. Insgesamt haben wir damit auch mit dem Ausbau der U3-Plätze die Finanzmittel für die Kindertagesstätten mehr als verdoppelt. Von 1,26 auf 2,8 Milliarden. Das ist eine Riesenanstrengung, meine Damen und Herren. Das ist eine Zahl, die sich sehen lassen kann und auf die wir Rot-Grün gemeinsam sehr, sehr stolz sind. Und diese Zahl bekommt auch noch mal eine ganz andere Bedeutung, wenn man sieht, wie vor allen Dingen hier die CDU-Fraktion Haushaltsgestaltung betreibt, kleinklämerisch, knauserig, wenn es den Kita-Bereich angeht, wenn es den Elementarbereich angeht. Ich erinnere an die Haushaltsberatung 2016. Da gab es einen einzigen Antrag der CDU-Fraktion, wo aber nicht etwa frisches Geld für die Kitas bereitgestellt wurde, sondern es wurde, soll die Elternbeitragsbefreiung zurückgenommen werden, wo 160 Millionen Euro frei werden, aber von den 160 Millionen Euro sollen dann nur 50 Millionen in die Kitas und die restlichen, der Löwenanteil von 110 Millionen Euro, in den allgemeinen Haushalt einfließen. Das ist Familienpolitik aller CDU-Fraktion, der größten Oppositionsfraktion hier im Hause, meine Damen und Herren. Und ich finde, wer solche Schwächung der Familien betreibt, weil das bedeutet das im Kern, der sollte hier auch den Mund nicht so voll nehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, in einem sind wir uns dann doch einig. Der gesamte Bereich braucht weitere Ressourcen. Ein gutes neues Gesetz braucht weitere Ressourcen über das Erreichte hinaus. Ressourcen, das ist uns als Grüne besonders wichtig, die zuerst prioritär in die Qualität der Einrichtung und damit in die Verbesserung des Erzieherin-Kind-Schlüssels fließen müssen. Das steht ganz oben für uns als Grüne. Und dabei ist natürlich,
und das kann man nicht oft genug sagen, selbstverständlich auch der Bund gefragt. Der Bund vor allen Dingen auch deshalb, weil er am meisten von der Elementarbetreuung profitiert. Wir wissen, wer da bremst im Moment, ist nicht die Familienministerin, sondern es ist der Finanzminister, Herr Schäuble, der nicht bereit ist, den milliardenschweren Überschuss tatsächlich zur Verfügung zu stellen, sondern er will es ja mit der Gießkanne in allgemeine Steuersenkung verwursten. Auch das sind falsche Prioritäten. Wir alle wissen, um unser Land zukunftsfest aufzustellen, brauchen wir prioritär die Finanzierung der Bildungsbereiche. Ich kann nur hoffen, dass da alle Fraktionen, die hier vertreten sind, mithelfen, dass das auch bei der Bundesregierung ankommt und dass sie uns hier als Land hilft, diesen Bereich besser aufzustellen. Ich danke Ihnen. Aller Liebe. Vielen Dank, Frau Kollegin Asch. Für die Fraktion der FDP.